Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 16 Karrieremodus und zum alles entscheidenden Tag. 10 Stunden bleiben uns noch. Wir sehen es hier für die Transfers in dieser Saison. Und ich habe offscreen mal ein bisschen Spieler gesucht, ein bisschen rumgeguckt, wer dann so für uns in Frage kommt. Nicht nur fürs linke Mittelfeld, sondern allgemein mal ein bisschen geguckt, ein paar Angebote reingeholt. Und auch genauso geguckt, welche Spieler werden denn bald vertragslos sein. Und da mal Anfragen gesendet und wir können mal kurz reingucken. Das sind zum einen ein Kulu von Marseille, 18,5 Millionen wert. Ja, ist 25 Jahre jung und möchte 110.000 haben. Wahrscheinlich wird der jetzt sagen, ich möchte nicht zu Bremen wechseln, müssen wir mal gucken. Genauso Konstantin Rausch, auch 25 Jahre jung von Darmstadt. Und der wäre fürs linke Mittelfeld definitiv eine Verstärkung. Ja, wir sehen es hier, hat ganz gute Werte. Vor allen Dingen auch, was für mich immer wichtig ist, dass die Ausdauer hoch ist. Und das ist bei ihm auf jeden Fall der Fall. Ja, hat auch gute Werte hier im Allgemeinen. Könnte sogar linker Verteidiger Notfall spielen, ja. Muss nicht unbedingt sein, aber das wäre auf jeden Fall eine Verstärkung wert. Dann habe ich halt noch, wie gesagt, ein paar andere angefragt. Ward-Prowse, Kostic für die linke Seite, wobei der viel zu viel, glaube ich, wert sein wird für Stuttgart. Ein Ahmed Musa vorne im Sturm. Super schnell, aber wahrscheinlich auch zu viel wert. Ja, und hier steht ein Arnautović. 12 Millionen haben wir geboten. Und ich würde ihn sehr, sehr gerne zurückholen. Ich habe jetzt immer mal wieder hin und her überlegt und er ist meine Top-Wahl, sag ich es mal so, für die linke Seite. Ich hätte ihn jetzt echt schon also jetzt in dieser Phase, in dieser Transferphase gerne zurückgeholt. Ihr habt auch noch was reingeschrieben, irgendwie Elia zurückholen oder Di Santo zurückholen oder keine Ahnung wen. Nein. Definitiv nicht. Arnautović wäre auf jeden Fall eine Option, dass wir den mal zurückholen, aber Di Santo oder Elia, tut mir leid, nein. Hab ich keine Lust zu. Genauso werden wir dann gucken, je nachdem, ob Arnautović dann von Stoke zu uns kommt für diese 12 Millionen, dann hätten wir noch ein paar Millionchen übrig und könnten dann die 2,2 Millionen für Ødegaard aufbringen. Haben zwar von euch welche geschrieben, nee, Ødegaard nicht, aber wenn das Geld dann noch am Ende da ist, werde ich das auch machen, weil der ist 17 Jahre jung, der Kerl, und hat eine 69. Und Öztunali ist ja auch nur ausgeliehen. Ja, müssen wir mal gucken, was jetzt hier so an Nachrichten reinkommen. Werden wir mal schauen. Ich habe natürlich, ja, wie ihr hier schon seht, ein paar mehr angefragt, die jetzt gerade in der Liste nicht mit dabei waren. Unter anderem Gonzalo Martinez, aber den möchte ich nicht. Ein Julian Brandt wäre so eine Alternative für die linke Seite statt Arnautović. Thorgan Hazard, 19,5, zu viel wert. Ja, Stürle genauso wie Draxler, gerade erst gewechselt, bringt uns nichts, aber ihr wolltet ja, dass ich da nochmal anfrage. Ja, Joshua King, junges Talent, aber zu unerfahren für uns. Sterling hat mich mal interessiert, was der so wert ist. Und Man City würde 52,5 wollen. Ist natürlich eine Nummer. Ja, und dieser Kollege hier ist auch sehr, sehr interessant. Rodrigo de Paul werden wir auch genauso wie Brandt mal 9 Millionen bieten. Auch für die linke Seite, auch ein junger Spieler, auch. Ich glaube, er hat eine 76 oder 77 oder sowas. Hat noch ein bisschen Potenzial, also wäre auch definitiv eine Verstärkung. Und hier haben wir Zuma und Dragovic für die Innenverteidigung. Beide zu viel wert, deswegen möchte ich da auch Abstand nehmen. Zumal ja auch Caldirola nächste Saison wieder zurückkommt. Ja, hier haben wir gar keinen Angebot, und Zuma sehen wir auch schon, Wechsel für 12,5 zu Dortmund. Von daher, da wären wir eh zu spät gekommen mit unserem Angebot. Ja, und warum hier, na, jetzt kriegen wir ein paar Nachrichten, warum hier keine neuen Nachrichten reinkommen, wundert mich. Ja, Ward-Prowse 9 Millionen brauchen wir nicht. Oh, 9 Millionen für Kostic.
Das ist jetzt interessant. Ja, Cook werden wir hier erstmal eben ablehnen. Den brauchen wir nicht, auch zu unerfahren. Ødegaard zögern wir mal eine Runde. Und 9 Millionen für Kostic. Hat einen Wert von 9,5, aber der Kerl, der könnte, da werden wir auf jeden Fall hier mal ein Angebot machen. Mal gucken, ob er das akzeptiert. Das wäre schon mal dann eine feste Alternative, falls Arnautović sich hier gar nicht meldet. Bin ich mal gespannt. So, ein Kulo, ja, bin ein Star. Gut, dann nicht. Rausch nimmt an. Das ist sehr, sehr schön. Haben wir nächste Saison auf jeden Fall dann einen auf der Seite. Ja, Ødegaard zögere ich immer noch. Ja, Musa zu wertvoll, das war klar. 12 Millionen für Brandt und 14 für Depaul. Gut, dann werde ich mich von den beiden auch distanzieren, wenn dann hätten wir Kostic da als Alternative. Und ich weiß nicht, warum sich Stoke nicht meldet. Was ist da los? Da kommt einfach gar nichts von denen irgendwie bezüglich Arnautović. Finde ich sehr, sehr schade. So, ein Raphael Wolf, sieh mal, ach, lächerlich. Ist zwar nicht der Beste, aber 750.000 ist er dann auch nicht wert. So, ein Kostic. Kostic würde annehmen. Da zögere ich nochmal eine Runde. Notfalls wären es dann Ødegaard und Kostic. So, ja, der kann weg. Wir haben ja hier noch ein paar Stunden jetzt quasi Zeit. Und Wolfsburg gewinnt Rennen um Fährmann. 12,5. Melden sich die ganze Zeit nicht. Ja, und dann kriegt man hier auch nur eine Nachricht irgendwie, dass sie da 12,5 Millionen akzeptiert haben von Southampton. Weiß ich nicht, wahrscheinlich wird es da nichts mit ihm werden. Da müssten sie ja jetzt sofort antworten. Nee, kommt gar nichts. Nicht mal jetzt. Ja. Ja, und ich würde behaupten. Ja, wir nehmen das Angebot für Kostic an. Genauso wie für Ødegaard. Haben wir zumindest da zwei junge Spieler neu verpflichtet. Genau. Ja, Kostic ist auch gut, aber was mich gerade, weswegen ich ein bisschen irritiert bin gerade, hier die Top-Transfers. Was ist das bitte? Es hieß, glaube ich, wenn ich mich recht entsinnen kann, dass es jetzt in FIFA 16 keine krassen, also nicht mehr so viele krassen Top-Transfers geben soll. Und alleine in der Wintertransferperiode, ja, von dieser Saison verkauft Bayern Boateng und Alaba jeweils für 55, Alaba ein bisschen drüber, und holt Pogba für 80,5. What the fuck? Also ganz ehrlich, Fährmann hier auch dann von Schalke zu Wolfsburg gewechselt. Was ist das? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir hatten auf jeden Fall hier die News, ne? Bremen macht ein Schnäppchen. Denke ich auch, dass es gut war. Zumal wir auch dann nächste Saison auch noch einen Konstantin Rausch haben, der dann zu uns stoßen wird. Und wir gucken mal. Warum ist er jetzt hier nicht in der Liste drin? Ja, eine 77 hat Kostic. Hauen wir mal direkt rein. Da wird Mané dann der Ersatz sein. Und Ødegaard mit einer 69. Ja, Öztunali 75, ein bisschen besser, wenn wir die beiden hier mal vergleichen. Öztunali 2 Jahre älter. Müssen wir da mal als Vergleich gucken, wenn Ødegaard 19 ist, was er dann für einen Wert hat. Bei Ødegaard ist nur das Problem, dass er halt, wir sehen es hier, Ausdauer 43. Ja, die Stärke oder sowas, das wäre mir egal, aber eine Ausdauer von 43 ist einfach schon echt, das ist nicht gerade besonders gut.
Müssen wir mal gucken. Den Jungen werden wir auf jeden Fall trainieren. Und wir werden dann auch hier mal reingehen. Ja, 188 Millionen, alleine wegen Bayern da mit den drei Transfers. Da sind wir dann fast schon mit unserem Transfers dann voll drauf auf der Summe. Ja, und hier müssen wir dann erstmal wieder nicht mal reingucken. Das ergibt, glaube ich, wenig Sinn. So, und jetzt müssen wir hier mal Nacho trainieren erstmal. Dann werden wir jetzt Tonali mal rausnehmen und Ødegaard dafür trainieren. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Jorfa würde ich eigentlich auch schon gerne. Keine leichte Wahl auf jeden Fall. Wir haben so viele, ne? Szczęsny, Mané, Kostic auch noch trainierbar. Wobei ich ihn da glaube ich eher... Jetzt hat er auf einmal eine 78, gerade noch eine 77. Okay. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wir werden es erstmal so lassen. Eigentlich sollte man ja sowieso nur ein bis zwei Spieler irgendwie trainieren. Ja, da könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, was ihr, wen ihr da trainieren würdet und also und was und auch, also für welche Position jetzt irgendwie halt hier bei Nacho jetzt Chancenerarbeitung bei Ødegaard durchsetzen, was ihr dann da vorschlagen würdet und wie gesagt, viel wichtiger, welche Spieler. Würde mich mal interessieren, definitiv. Und Nacho, hat man ja gerade schon gesehen, der hat schon großen Sprung gemacht da beim Training. Bin ich gespannt, was da bei ihm noch so in Zukunft alles passieren wird. So, Westergaard möchte mehr geheilt haben. Und Yildirim. Ja, 25.000 dafür, dass du nie... Dafür, dass du eigentlich nie wirklich spielst. Ich glaube, ich werde 25.000 nur geben, damit ich ihn dann verkaufen kann. Weil das ist es mir echt nicht wert. 25.000 Gehalt für Yildirim. Hat zwar eine 70, ja, aber... Ja, und okay, und Westergaard möchte hier 80.000 haben. Das ist eine Hausnummer, definitiv. Wir müssen da hier nochmal ein bisschen runtergehen. Transferbudget brauchen wir jetzt sowieso erstmal nicht mehr. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal eben rein, machen schon mal die Aufstellung fertig fürs nächste Spiel gegen Gladbach. Da werden wir dann Nacho von seinem, also von Anfang an spielen lassen und ihm sein Startelf-Debüt geben. Genauso wie Kostic auf der linken Seite. Einer unserer Top-Spieler. Mit Westergaard da zusammen die beste Bewertung. So, rechts lassen wir Bartels. Und rechts einer Verteidigung. Ich möchte Jorfa eigentlich jetzt wirklich pushen und den halt eigentlich so oft spielen lassen, wie es geht. Deswegen bekommt er auch wieder den Vorzug vor Gebre Selassie. Und hier werden wir dann Uja reinpacken. Fürs ZOM dann so. Werner hat ein bisschen mehr Energie als Mané. Wobei wir auch einen Szczęsny hätten. Naja, ich möchte Szczęsny da mal die Chance geben, wenn ich ihn denn einwechseln sollte. Für die rechte Seite haben wir nur Gerson. ZDM da Fröde und ja, dann passt das glaube ich soweit. Nicht unsere Top 11 alleine, weil wie gesagt, dann hier auf wäre Gebre Selassie zwar besser, aber oh Moment, ich sehe gerade nochmal, wir haben hier noch einen Fritz, wo wir eigentlich noch Moment. Achso, in der Kirche. Ich habe Bargfrede gerade gesucht. Der steht aber ja auf der anderen Seite und Kirchhoff ist noch leicht verletzt. Okay. Ich war irritiert. Wo ist Bargfrede denn hin? Aber der ist ja Gott sei Dank noch da. Ja. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Heute zwar ein bisschen kürzer dann. Dafür dann
mit ein paar neuen Spielern und nächster Folge dann gegen Gladbach. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich würde mich wie immer drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.